Ja, meine Freunde, und so schnell sehen wir uns wieder zum Doppelupload, zum Unerwarteten, denn es gibt ein neues Gericht. Neues Gerücht. Werder hat offenbar Interesse an einem Stürmer aus der griechischen Liga, Juan José Perea. Boah, das war gar nicht mehr schlecht ausgesprochen, glaube ich, oder? Wir schauen ihn an, wir gucken mal auf das Gerücht und das nach dem Intro. Hi, Real Nico. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Ja, meine Freunde, wir schauen uns erstmal das Gerücht an. Suppala. Und ihr seht nichts. Doch, hier drüber, über meinem Kopf praktisch gerade hier. Da switche ich doch mal kurz hier rüber. So, hier. Werder Bremen, Transfergerüchte, Interesse an Kolumbien-Stürmer. Wir schauen uns den mal an und danach sage ich euch was dazu. Juan José Perea. Perea. Das ist auch ein krasser Name hier, oder? Ist ein Stürmer, ein kolumbianischer Stürmer in der griechischen Liga bei Pas Gianina. Und den Club kennen wir tatsächlich, denn in der vergangenen Wintertransferperiode haben wir, boah, wie heißt der, Pusnaski, das ist safe falsch ausgesprochen, aus der griechischen Liga für die U23 geholt. Von diesem Club, ja, haben wir geholt gehabt. Und jetzt ist dieses Gerücht hier zustande gekommen, weil Werder Scouts sogar beim letzten Spiel da waren und sich Juan José Perea angeschaut haben. Ja, 800.000 ist sein Marktwert, 22 Jahre ist er alt, 1,81 groß, hat in der Saison von 26 möglichen Spielen 23 gemacht, 6 Tore dabei erzielt, 3 Vorlagen, Startelfquote 88%, Spielminuten 87%, Hauptposition Mittelstürmer, kann auch rechts und links außen spielen. Man sagt immer so, wenn das mit drin steht, sind es im Normalfall relativ schnelle Spieler. Muss nicht sein, kann aber ein Indiz dafür sein. Ja, sein aktueller Marktwert, wie gesagt, 800.000 ist auch sein aktuell höchster Marktwert. Und ihr seht auch, das Gerücht wurde auch jetzt hier aufgefasst. Warum noch mit Fragezeichen? Weil es eben wirklich 20 Minuten alt ist. Also das ist ganz, ganz aktuell. Es gibt auch schon so ein Stück weit einen Hinweis auf eine eventuelle Ablösesumme, denn Janina ist gesprächsbereit bei diesem Stürmer und haben auch eine Ablösesumme in den Raum geschmissen, die sie gerne haben wollen würden. Und zwar 1 Million. Bei einem Marktwert von 800.000 kann man auch durchaus sagen, berechtigt, hat einen Vertrag noch bis 2024. Ja, haben wie gesagt jetzt 1 Million mal aufgerufen als Ablöse, dann dürfte er gehen. Werder Scouts haben sich ihn angeguckt. Ich kann überhaupt nichts über ihn sagen, weil ich ihn kein bisschen kenne. Ich habe auch die griechische Liga wenig verfolgt. Ich weiß aber, dass es da draußen ein, zwei Abonnenten locker gibt, die auch die griechische Liga verfolgen, die gerne jetzt was in die Kommentare schreiben können dazu. Pinne ich auch gerne an, wenn ihr mehr Infos zu ihm habt und ihn persönlich vielleicht auch verfolgt habt. Ja, und dann würde ich sagen, schreibt mir einfach mal für den kompletten Rest eure Meinung rein. Was sagt ihr denn zu diesem Stürmerkandidaten? Könnte das vielleicht ein Backup dann für Füllkrug Dux sein, dass man der so in Zukunft plant mit Dinci und Brera als Backup? Vielleicht wollte man ins Mittelfeld ziehen oder so. Wäre eine Erklärung, sagen wir mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt so oder dass das ein Kandidat wäre, wenn jetzt Dux oder Lücke eventuell gehen würden, aber schreibt mal gerne rein. Finde es auf jeden Fall sehr interessant, bin aber sehr vorsichtig noch. Bin auf eure Meinung bin ich gespannt.